Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Eva Brotmann. Hallo Eva, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia. Oh, ich freue mich heute echt dabei zu sein, das ist so schön. Also, ich schreibe unter dem Pseudonym Eva Brotmann. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe einen 10-jährigen Sohn und ich komme aus dem schönen Ostwestfalen. Ich bin Handwerkerin von Beruf, also nichts mit Schreiben oder Journalistik oder sowas, gar nicht. Schreiben ist für mich wirklich ein Hobby und ich freue mich, dass ich jetzt hier bin. Ich freue mich auch, dass du heute dabei bist. Und deswegen musst du gleich mal erzählen, welches Buch du heute mitgebracht hast. Ja, ich habe meinen ersten Roman mitgebracht, den ich veröffentlicht habe. Er heißt Byrons Fluch. Und das ist ein etwas anderer Liebesroman mit Krimi-Anteil. So beschreibe ich den immer. Ich lese einfach mal den Klappentext vor, damit die Hörer da mal ein bisschen in dieses Buch reinkommen. So. Ellen und John sind Geschwister. Nur wissen beide nichts voneinander. Das ändert sich, als ihr gemeinsamer Vater stirbt und Ellen im Testament bedenkt. Sie fällt zunächst aus allen Wolken, doch nach anfänglichen Zweifeln beschließt sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Die Umstände zwingen Ellen, ihre Zelte in Hamburg abzubrechen und bei John Unterschlupf zu suchen. Aus der spontanen Sympathie wird schnell tiefe Verbundenheit und Ellen muss sich eines Tages eingestehen, dass sie mehr für ihren Bruder empfindet als geschwisterliche Zuneigung. Auch die in Hamburg zurückgelassenen Probleme holen sie wieder ein und sorgen dafür, dass Ellen immer wieder in haarsträubende und teils brandgefährliche Situationen stolpert. Das hört sich spannend an. Also ich bin jetzt schon sehr gespannt, was wir jetzt von dir zu hören bekommen, ob du bestimmte Stellen vielleicht auch vorliest, die man so im Klappentext gehört hat. Also wenn du magst, kannst du auch gleich anfangen. Ja, ich würde jetzt direkt am Anfang anfangen. Also man schlägt das Buch auf und das ist so. Anfang des ersten Kapitels. Sie haben Post, schnarrte ihr Laptop. Ellen klickte das Bildbearbeitungsprogramm in die Taskleiste und wechselte in ihr Facebook-Profil. Wer ist das denn? John Gray? Kenne ich nicht. Sie öffnete die Nachricht und las. Hallo Ellen, ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich heiße John Gray und es kann sein, dass wir miteinander verwandt sind. Um das herauszufinden, schreibe ich dich einfach mal an. Heißt deine Mutter zufällig Claudia Lauderbach? Hat sie vor ungefähr 30 Jahren mal in England gewohnt? Ich würde mich über eine Antwort freuen. Wenn ich nichts von dir höre, nehme ich an, du bist nicht mit ihr verwandt oder möchtest keinen Kontakt mit mir. Das wäre zwar schade, aber nicht zu ändern. Ich würde mich da nicht mehr melden. Gruß, John. Na sowas. Der Typ war mit ihr verwandt. Sie musste schmunzeln. Bestimmt irgendein verschollener Onkel. Sie ging auf Antworten und schrieb. Hallo John. Ja, ich bin die Tochter von Arthur Gray und Claudia Lauderbach. Und meine Eltern haben vor meiner Geburt in England gelebt. Inwieweit sind wir denn verwandt? Ich habe noch nie von dir gehört. Gruß zurück, Ellen. Nach einigen Sekunden des Zögerns ging sie auf Senden. Wo diese Nachricht jetzt wohl hingeht, vielleicht ans andere Ende der Welt. Da bin ich mal gespannt. Sie begann wieder die Fotos zu bearbeiten, die sie gemacht hatte. Als sie gerade fertig war, meldete sich wieder die blecherne Stimme. Sie haben Post. Ellen hatte ein leises Kribbeln im Bauch vor Aufregung, als sie die Nachricht aufrief. Hallo Ellen, so schnell habe ich nicht mit einer Antwort gerechnet. Wenn du nicht sitzt, setz dich bitte. Hä? Was soll das denn? Sie las weiter und ihr Kribbeln breitete sich schlagartig im ganzen Körper aus. Hat Claudia nie von mir erzählt? Ich bin dein Bruder. Lebt Claudia noch? Arthur ist vor kurzem gestorben und über den Notar habe ich von dir erfahren und mich auf die Suche nach dir gemacht. Ich würde dich gerne kennenlernen. Gruß, John. Sie starrte gebannt auf die Zeilen, las die Nachricht ein zweites Mal. Das glaube ich nicht. Sie war sprachlos, wie vor den Kopf gestoßen. Was war das für eine Nummer?
Sowas gibt's doch nicht wirklich. Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl weit zurück und verschränkte die Arme vor der Brust, betrachtete den Bildschirm skeptisch. Verarsche. Irgend so ein Internetbetrug, wo man nach persönlichen Daten gefragt wird. Oder ein Werbegag? Beweise es. Sie klickte auf Senden. So, jetzt bin ich mal gespannt. So leicht lasse ich mich nicht verarschen. Sie wartete eine ganze Zeit. Als sie gerade ihr Laptop zuklappen wollte, kam die Antwort. Beweise. Mehr nicht. Nur ein Anhang. Sie öffnete ihn. Eine eingescannte Geburtsurkunde aus England erschien auf dem Bildschirm. Name, Geburtsdatum, Name der Eltern. Sie überflog das Dokument. Sie las die Namen ihrer Eltern wieder und wieder. Das gibt's doch nicht. Sie starrte entgeistert auf den Bildschirm. Dennis? Rief sie laut und horchte auf die Antwort durch die angelehnte Zimmertür. Wohnzimmer, kam es leise zurück. Komm mal schnell. Die alten Dielen des WG-Fußbodens verrieten, dass ihr Mitbewohner durch den Flur ging. Was gibt's denn? Sie drehte sich zu ihm um und winkte ihn näher. Schau mal, sie zeigte auf den Bildschirm. Er beugte sich über ihre Schulter und las. Ich wusste gar nicht, dass du einen Bruder hast. Ich auch nicht. Hä? Aber das steht doch da. Das sind doch deine Eltern, oder? Kann das gefälscht sein? Warum sollte man das fälschen? So war Dennis. Er war immer so schön logisch und direkt, ohne kompliziert zu sein. Er sagte, was er dachte und zog immer klare, logische Schlüsse. Er war genauso alt wie sie, 28, und studierte Architektur. Dennis war nicht wirklich als groß gewachsen zu bezeichnen, hatte schwarze kurze Haare und wieder seinen immer mal auftauchenden Dreitagebart. Wobei Ellen und Steffi davon ausgingen, dass es etwas mit Faulheit zu tun hatte. Ich habe das von einem Typen bekommen, der behauptet, mein Bruder zu sein. Sie ließ ihn die Nachricht lesen. Ich habe noch nie von dem gehört, das ist doch Verarsche. Was soll der damit bezwecken? Das sieht doch echt aus. Hallo? Mein Vater ist kurz vor meiner Geburt gestorben. Da steht, dass er erst vor kurzem gestorben ist. Dennis sah sie nachdenklich an. Entweder er lügt tatsächlich oder deine Mutter hat dir da was verheimlicht. Sie warf ihm einen entsetzten Blick über die Schulter zu. Scheiße, das würde ich ihr sogar zutrauen. Ruf sie an. Er richtete sich auf und lehnte sich neben den Schreibtisch an die Wand. Sie kann dir doch genau sagen, ob und wann sie noch einen Sohn in die Welt gesetzt hat, wenn sie dir die Wahrheit sagt. Sie hat mir noch nie aus ihrem alten Leben erzählt und seit sie auf diesem Guru-Trip ist, kann man nicht wirklich vernünftig mit ihr sprechen. Ellen verdrehte die Augen. Dennis zog ein mitleidiges Gesicht. Ach ja, da war ja was. Wann hast du das letzte Mal was von ihr gehört? Sie hat mich eine Woche nach meinem Geburtstag angerufen und gefragt, wenn ich den Geburtstag habe. Sie grinste schief. Letztes Jahr wohlgemerkt. So, das war jetzt der erste kleine Teil. Ellen und John beschließen, sich zu treffen. Sie schreiben zwischendurch immer ein bisschen hin und her, telefonieren auch miteinander. Und dann beschließen sie, sich zu treffen am darauf folgendem Wochenende. Und jetzt haben wir Samstagmorgen und wir sind gerade bei John. Samstagmorgen, kein Dienst dieses Wochenende. Klasse. Die Sonne scheint noch besser. John lag im Bett und hatte irgendwie noch keine Lust aufzustehen. Hoffentlich klappt das nächstes Wochenende auch. Dann treffe ich mich ja mit Ellen. Er musste grinsen, als er an den Anruf auf der Arbeit dachte. Sie scheint ein Schlag schräg zu sein. Witzig. Seine Kollegin hatte etwas irritiert geschaut. Aber er hatte es nicht weiter kommentiert. Da tauchten zwei Ohren neben seinem Kopfkissen auf und jemand fing an, laut neben seinem Ohr zu schnurren. Ich weiß, dass du wach bist und ich verhungere gerade, hieß das. Eine kleine weiße Pfote näherte sich seinem Kopf. Er rührte sich nicht und beobachtete die Pfote auf dem Weg auf sein Auge zu. Im letzten Moment drehte er den Kopf und sie stupste ihn an die Wange. Erst einmal, dann permanent, mehrmals hintereinander. Er drehte wieder den Kopf und die Pfote samt Ohren ging auf Tauchstation. Guten Morgen, na? Gut gejagt heute Nacht? Das Schnurren wurde lauter und die Ohren samt Katzenkopf tauchten wieder auf. Große grüne Augen fixierten ihn. John drehte sich auf die Seite und streckte die Hand aus.
Der große, rotgetigerte Kater rieb seinen Kopf Antons Hand. Dann biss er zärtlich in seine Finger. Au, ich bin nicht dein Frühstück. John schwang die Beine über das Bett und kraulte den Kater genüsslich mit beiden Händen durchs Fell. Dann stand er auf. Du hast ja recht, es ist viel zu schön draußen, um den Tag zu verpennen. Komm, frühstücken. John ging runter in die Küche, verteilte große Portionen Trockenfutter in zwei Näpfe und machte Kaffee. Dann schlenderte er durch die Wohnung, riss die Fenster auf, ließ frische Luft rein und ging ins Bad duschen. Ach, hier bist du, na toll. Das, was du da vollfusselst, ist mein Handtuch. Die zweite kleine Mitbewohnerin räkelte sich genüsslich. Dann sprang sie vom Stapel Handtücher und trabte die Treppe hinunter. Frisch geduscht, mit der Zeitung und einer Tasse Kaffee hatte John sich gerade am Küchentisch bequem gemacht. Da klingelte es an der Tür. Nanu, er warf einen Blick auf die Wanduhr. Um diese Zeit, ach, Chris hat bestimmt seinen Schlüssel vergessen. Er ging mit seiner Tasse die Wohnungstür öffnen und drückte den Summer. Na, Schlüssel vergessen? Rief er ins Treppenhaus. Es kam keine Antwort, er hörte nur leise Schritte. Achselzuckend schloss er die Tür wieder und wollte gerade zu seiner Zeitung zurückkehren, da stutzte er. Das war nicht Chris. Der geht ganz anders. Der hatte auch geantwortet. John ging zurück und öffnete die Tür nochmal. Direkt hinter der Tür stellte gerade eine junge Frau in schwarzer Motorradkluft einen Rucksack und einen schwarzen Helm auf dem Boden ab. Er sah verdattert auf, sich hinunter. Rote lange Haare, zum Zopf geflochten, schlanke Figur. Sie richtete sich gerade wieder auf. Müde Augen in einem blassen Gesicht blickten ihn fragend an. John, sagte sie leise, fast nur ein Flüstern. Da machte es Klick bei ihm und seine Augen wurden groß. Ellen? Erleichtert stahl sich ein Lächeln in ihr Gesicht. Dann verdrehte sie die Augen und fiel ihm entgegen. So, das war mein erster Leseteil. Erste Begegnung zwischen den beiden. Oh, schön. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Vielleicht magst du die mal ein bisschen vorstellen. Ja, die Hauptfiguren sind eigentlich Ellen und John, die beiden Geschwister. Ellen ist ein Hamburger Mädel. Sie ist sehr offen, unkompliziert, leicht unbedarft, aber nicht so leichtgläubig, sondern eher so, sie vertraut auf das Gute im Menschen. Ist sehr neugierig und lässt sich gerne auf Sachen ein und denkt nicht unbedingt immer darüber nach, ob das schaden könnte oder ob das so gut ist. So nach dem Motto, ach, was soll schon passieren? An manchen Stellen im Buch ist sie sehr mutig. Sie ist spontan, sehr impulsiv und auch es kann sie sehr aufbrausend sein. Gerade wenn sie so anfängt mit John zu streiten, da kann sie sehr aufbrausend sein. Ja, dann haben wir noch John. Er ist sehr ruhig, bedacht, sehr gewissenhaft. Er ist Polizist von Beruf aus und er hat einen sehr hohen Beschützerinstinkt bei allem und jedem, was ihm sehr wichtig ist, was ihm am Herzen liegt. Sehr aufmerksam, mitfühlend. Seinen Beruf habe ich nur umschrieben. Also das war ganz witzig irgendwie. Am Anfang, ich wollte, dass er Polizist ist, weil das irgendwie so für mich da reinpasste. Und während des Schreibens hat sich das immer mehr rauskristallisiert, dass das nicht einfach nur ein normaler Streifenpolizist ist, sondern dass es schon irgendeine Spezialeinheit ist. Aber ich habe die nie richtig im Buch beschrieben, weil ich auch gar nicht wusste, ob es das überhaupt so gibt. Und dann habe ich vor kurzem festgestellt, es gibt es wirklich so, wie ich das beschrieben habe. Das ist das mobile Einsatzkommando beim BKA. Das habe ich durch Zufall mal im Internet gefunden, habe mir das durchgelesen und habe gedacht, das ist ja das, was John macht. Und ja, also er ist beim mobilen Einsatzkommando beim BKA, aber es wird nicht erwähnt und er spricht da auch nicht wirklich drüber. Er ist sehr kontrolliert, berufsbedingt auch, aber hat nicht so einen Kontrollzwang, sondern ist eher sehr fokussiert als Mensch. Eher der Typ, der immer eine Lösung hat oder einen Plan B. Das sind Ellen und John. Dann gibt es noch Chris, das ist der Untermieter von John und sein bester Freund. Die kennen sich seit dem Kindergarten und die sind wie Brüder.
Chris ist ein sehr lustiger, aufgeschlossener Mensch, sehr empathisch, warmherzig, auch sehr vertrauenswürdig. Und er ist auch die Vertrauensperson zwischen den beiden. Er wird auch zu Ellens Freund und vermittelt immer in Stresssituationen unterschiedlicher Natur, die im Buch so auftauchen zwischen den beiden. Da ist er sehr der Vermittler und auch sehr der Kummerkasten. Dann gibt es da noch Francesco und Maria. Francesco lernt Ellen kennen und verliebt sich in sie. Und Maria ist eine Freundin von Francesco und Chris und Maria werden im Laufe des Buches auch ein Paar. Die beiden Geschwister sind auf der einen Seite sehr ähnlich und auf der anderen Seite sehr unterschiedlich. Also ähnlich sehen sie sich jetzt überhaupt nicht, kein bisschen. Ellen ist so eine schlanke Rothaarige und er ist so ein großer, dunkelhaariger Typ. Also die sehen sich auch überhaupt nicht ähnlich. Ellen sieht ihrer Mutter sehr ähnlich und John dem Vater. Und beide sind sehr sportlich, fahren Motorrad, sind unheimlich musikalisch. Sie singen beide und spielen auch beide Gitarre. Das sind so die Gemeinsamkeiten. Die haben aber auch viele Gegensätze. Ellen ist so eher der Einzelgänger-Typ, macht viel mit sich selbst aus. John ist halt der Teamplayer, beruflich bedingt ja schon. Er kocht gerne, sie hasst es zu kochen. Sie ist handwerklich begabt, sie ist Zweiradmechanikerin. Er eher nicht. Er ist so eher der ruhige, dunkle Typ und sie ist so, tada, hier bin ich. Aber auf eine, ja, unbedarfte Art. So, das sind die Hauptcharaktere. Jetzt musst du uns natürlich noch verraten, wo dein Buch spielt. Ja, mein Buch spielt in Minden in Westfalen. Das liegt ja einfach daran, dass ich aus Minden komme. Ich bin da geboren, ich bin da zur Schule gegangen. Ich habe in einem Dorf nicht weit von Minden gewohnt. Und ja, ich habe meine ganze Schulzeit da verbracht. Und das ist meine Heimat. Und wenn man das Buch in der Hand hat und das komplett aufschlägt, dann hat man auch ein Coverbild. Das ist auch die Glaciebrücke in Minden bei Nacht. Das ist eine Brücke, die ist nachts blau angeleuchtet. Und ich finde dieses Bild so schön. Das ist eine richtig tolle Brücke. Die führt über die Weser, eine Fußgängerbrücke. Und ich habe ein Coverfoto gesucht für das Buch und habe mit meinem Mann im Internet geguckt und dann ist uns dieses Bild aufgefallen und dann habe ich gedacht, boah, das hätte ich gerne, wie komme ich jetzt da dran? Dann habe ich gesehen, das ist eine Fotografin aus Löhne, Katja Behringer heißt sie, mit ihrem Fotostudio Katjas Dream Art Fotografie und die habe ich einfach angeschrieben. Hallo, ich habe das Foto gesehen, das von der Glacierbrücke, ich würde das gern für mein Buch als Coverbild nehmen, geht das? Und sie, ja, natürlich, klar, kannst du das machen? Oh, ich freue mich. Und das war ganz niedlich. Und da ist halt auch ein bisschen Coverbild auf dem, ja, das Cover ist so ein bisschen Minden halt. Das ist ja richtig schön mit der Fotografin, dass das alles so geklappt hat. Was für ein Zufall, ne? Ja, total schön. Ich habe ihr dann irgendwann auch mal ungefragt ein Buch geschickt. Hat sie mir zurückgeschrieben, danke. Hat sich drüber gefreut. Oh, herrlich. Magst du gleich mal weiterlesen? Also ich bin ja jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, an welcher Stelle du jetzt weiterliest. Ja, das ist noch sehr am Anfang. Das ist jetzt ein Kapitel, wo Francesco und Maria John kennenlernen. Ellen kennt die beiden schon und die treffen sich jetzt in der Stadt. In Minden. In der Fußgängerzone. So, ich fange mal einfach an. Oh, das wird dir jetzt nicht gefallen. Ellen hatte sich zu John umgedreht und grinste ihn etwas gequält an. Wieso? Was ist denn? Er hatte sie von der Arbeit abgeholt und beide schlenderten durch die Stadt. John musste nachher arbeiten. Sie wollte zu einem Freund von ihm, um sich sein Motorrad einmal anzuschauen. Der Sommer ging fast zu Ende und sie kellnerte immer noch. Es hatte sich aber herumgesprochen, dass Johns Schwester etwas von Mopeds verstand und ab und zu kam mal ein Freund vorbei, um sich einen Tipp zu holen oder etwas nachstellen zu lassen.
Ellen machte das gerne, so konnte sie ihr Wissen wenigstens etwas nutzen. Sie verbrachte auch viel Zeit mit Maria und Francesco und genau die beiden hatte sie jetzt entdeckt. Sie saß in einem Eiscafé an einem Tisch und Maria winkte. John folgte ihrem Blick und sagte nur, ach so, na komm, ich habe Chris versprochen, deinen Freunden gegenüber tolerant zu sein. Dann gucken wir mal, wie das klappt. Maria ist ja ganz nett. Sie schaute verblüfft zu ihm rüber. Ach, hast du? Ja, hab ich. Er schaute etwas säuerlich auf sie runter, setzte dann aber eine freundliche Miene auf. Ellen schlängelte sich durch die Tische der Außengastronomie zu dem Tisch, an dem die beiden saßen. Zwei Stühle waren noch frei. Francesco war aufgestanden und begrüßte sie, wie immer, mit Küsschen auf die Wange. Hallo, schön, dich zu treffen. Leise fragte er in ihr Ohr, kultiviert er? Sie lächelte ihn an und schüttelte kaum merklich den Kopf. Dann richtete sich Francesco auf und drehte sich zu John um. Er streckte ihm die Hand über den Tisch entgegen. Hallo John, nett, dich mal kennenzulernen. John ergriff die dargebotene Hand und machte ein freundliches Gesicht. Hallo Francesco. Trotzdem lag eine Anspannung über dem Tisch wie ein Knistern. Schnell rief Maria. Hallo John, komm, setz dich zu mir. Ellen, schön dich zu sehen. Setzt euch doch. Ellen lächelte Maria an. Hatte sie das also auch gemerkt? Man tauschte Freundlichkeiten aus. Was machst du so? Wie war dein Job heute? Sie bestellten sich etwas zu trinken. Maria quatschte John voll und er wirkte auch recht entspannt. Ellen merkte trotzdem, dass er Francesco abschätzend betrachtete. Francesco hatte Ellen erzählt, dass im Betrieb seiner Eltern ein Wasserschaden die Küche überflutet hatte, als beide merkten, dass John ihnen aufmerksam zuhörte. Und du übernimmst das Hotel, wenn du fertig bist mit deinem Studium? Fragte John interessiert. Francesco schaute erst zu Ellen rüber und dann zu John. Ja, so ist es geplant. Ist zwar noch nicht spruchreif, aber ich arbeite jetzt schon mit und werde es wohl auch in ein paar Jahren übernehmen. Da passt ja BWL dazu. Hast du in dem Betrieb deiner Eltern auch die Lehre gemacht oder woanders? Nee, in Münster in einem großen Hotel. Da habe ich auch die letzten paar Jahre gearbeitet, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Ah ja. Für Ellen klang das eher wie, das weiß ich. Ellen schaute John perplex an. Sie hatte ihm nichts über Francesco erzählt. Auch Francesco warf ihr einen fragenden Blick zu. Dann wandte er sich wieder an John. Und was machst du beruflich? Ich bin bei der Polizei. Ah, ein Bulle also, sagte Francesco und lehnte sich mit verschränkten Armen zurück. Ein feines Grinsen überzog Johns Gesicht, das Ellen nur als diabolisch beschreiben konnte. Genau, ein Bulle. Sie wusste, dass ihm diese Bezeichnung überhaupt nicht störte. Er benutzte sie selbst häufig, fand es immer wieder interessant, wie die Leute darauf reagierten. Für Ellen klang es in diesem Moment eher wie eine Drohung. Maria rettete die Situation, indem sie sich zu John umwandte und ihn mit großen Rehaugen ansah. Echt, wie aufregend. Ist das so, wie man das aus dem Fernsehen kennt? Sie begann wieder, ihn zuzutexten. Francesco warf John einen abschätzenden Blick zu, aber John unterhielt sich angerecht mit Maria. Dann musste John los und Ellen verabschiedete sich auch von den beiden. Auf dem Weg zum Auto sagte sie zu ihm, woher wusstest du das von Francesco? Ich habe dir das nicht erzählt. Er warf ihr einen belustigten Blick zu. Ich habe mich schlau gemacht. Warum? Ich bin einfach gut informiert. Woher weißt du das alles? Ich bin Bulle. Er zuckte mit den Schultern. Sind wir hier in einem Überwachungsstaat oder was? Ellen wurde laut. Spionierst du mir hinterher? Hackte sie aufgebracht. Jetzt drehte er sich zu ihr um und blieb stehen. Ja, sind wir und nein, tue ich nicht. Ich möchte nur wissen, mit wem du dich so rumtreibst. Ich will sicher gehen, dass das kein böser Bube ist. Mehr interessiert mich nicht. Kennst du den Film Meet the Fockers? Diese Szene hat gerade noch gefehlt. Sie zeigte mit zwei Fingern auf ihre Augen und dann mit einem auf ihn. John lachte laut auf. Ha, kenne ich, klasse, oder? Geht so, meinte sie zerknirscht und drehte sich von ihm weg. Ich wusste ja nicht, dass du mein soziales Umfeld durchleuchtest. Sie wollte weitergehen, aber John fasste sie am Arm und drehte sie sanft wieder zu sich um. Seine Miene war sehr ernst. Aus dunklen Augen schaute er auf sie herab und sagte, Ellen, ich spioniere dir nicht hinterher. Ich vertraue dir mehr, als du denkst. Aber du hast dich schon mal mit einem sehr gefährlichen Menschen auseinandersetzen müssen. Ich habe nur Sorge, dass du solche Typen anziehst. Nachdenklich sah sie zu ihm hoch und bekam eine Gänsehaut.
Was weißt du über den? Das werde ich dir bestimmt nicht erzählen, aber sei froh, dass er weit genug weg ist. Du machst mir Angst. So, das ist ein Kapitel gewesen, ein Stückchen. Und jetzt kommt ein Teil, wo Chris dabei ist. Wo auch so ein bisschen, ja, das Verhältnis zu Chris oder eher von John zu Chris und zu Ellen so ein bisschen beschrieben wird. Eine Szene, die schon ein bisschen weiter im Buch fortgeschritten ist. John, komm, wir gehen laufen, rief Chris von unten und Ellen lugte aus dem Bad. Moin, Chris, schon wach? Wo ist Maria? Rief sie nach unten. Weg. Die schmollt noch. Frag mich nicht, was die hat. Das spanische Temperament geht mir tierisch auf die Keks. John ging an der Tür zum Bad vorbei und zog eine Augenbraue hoch. Er hatte seine Laufsachen an. Ellen hatte nichts an und stand so in der Tür, dass Chris nichts sah. An John hatte sie nicht gedacht. Ups, sorry. Sie zuckte sich zurück. Naja, er konnte nur meinen Rücken sehen. Was grinst du so? Fragte Chris auf dem Weg nach unten. Nichts. Er konnte sich das Grinsen nämlich verkneifen. Ellen hatte nur auf Chris geachtet und ihm ihre wohlgeformte, nackte Rücksansicht präsentiert. Es wird nicht unbedingt leichter. Schon gar nicht seit gestern Abend. Er hatte die ganze Zeit an diesen kurzen Moment gedacht, als sie in der Menge ruhig gestanden hatten, Arm in Arm. Was tust du ihr nur an? Chris erzählte viel von Maria und John hörte zu. So rosig war es nicht zwischen den beiden. Sie neigte wohl etwas zur Eifersucht. Und dein Problem, fragte er irgendwann, stand vorhin nackt in der Tür zum Bad und hat nur auf dich geachtet. Deshalb das Grinsen. Ich überlege, ob ich wieder nach England gehe. Sie haben mir angeboten, dass ich jederzeit zurück könnte. Jetzt war es raus. Chris wurde langsamer und schaute befremdlich drein. Muss das so krass sein? Reichen nicht zwei Wohnungen? Das ist nur so eine Idee, nichts Konkretes. Scheißidee, kam es heftig von Chris. Ja, ich weiß, aber was soll ich machen? So geht's nicht weiter. Lass sie sich erstmal eine eigene Wohnung nehmen und dann schaut mal weiter, wie es klappt. Es wird bestimmt besser, wenn ihr euch nicht ständig auf der Pelle hängt. John wurde sauer. Chris, wir sehen uns kaum. Wenn sie arbeitet, bin ich zu Hause und umgekehrt. Ich gehe ihr aus dem Weg und das merkt sie auch. Ich möchte nicht wissen, wie sie sich dabei fühlt. Ich bin immerhin ihr einziger Verwandter. Ja, aber sie ist es gewohnt, alleine zu sein. Sie hatte vor dir auch keine Verwandtschaft in Deutschland. Und ich bin doch auch noch da. Wir sind Freunde. Ein kurzer Blick ging von ihm zu Chris. Ja, das weiß ich ja. Aber irgendwas muss passieren. Ich fühle mich selbst nicht mal wohl in dieser Situation. Ich finde das total bescheuert. Als sie letztens bei diesem Tanzdings wart, hat sie mich mitten in der Nacht angerufen. Mir fiel ein Stein vom Herzen, als sie mir sagte, dass sie ins Bett gehen würde. Dabei wäre dieser Francesco. Er sprach den Namen etwas angewidert aus. Genau das Richtige für sie. Wie, ihr habt noch telefoniert? Ja, sie hat mir eine Nachricht geschickt, ich habe ihr eine zurückgeschickt und dann rief sie mich an. Und? Ja, nichts und. Sie hat gesagt, ihr tun die Füße weh. Wir haben nur kurz telefoniert. Den Rest hat sie dir nicht erzählt? John blieb stehen. Chris sah es und hielt auch an. Sie war bei ihm auf dem Zimmer, ist aber gegangen. Das hat sie mir erzählt. Chris warf ihm einen fragenden Blick zu. Mehr nicht? Dass sie den halben Abend rumgeknutscht haben, nicht? Nein. Geht es mich was an? Johns Gesicht hatte sich verfinstert. Er sah seinen Freund feindselig an. Chris sah, wie wütend John war und verfluchte sich für das, was ihm so rausgerutscht war. Er kannte John sehr gut und wusste, dass er kurz vorm Explodieren stand. So hatte er ihn schon lange nicht mehr gesehen. John, beruhig dich. Sie hat mir auch erzählt, dass nichts war. Fuck. Mich geht das überhaupt nichts an. Und wenn sie die ganze Nacht mit ihm rumgevögelt hätte, das soll mir nur recht sein. Du lügst dir da was vor. Und wenn schon, das ist meine Sache. Ach ja? Da steckt aber jemand noch drin, den ich persönlich sehr gerne habe. Sie leidet darunter. Was hat sie dir erzählt? John war nah an ihn herangetreten und sprach leise und beherrscht. Aber Chris wusste, dass er sich auf dem Eis bewegte. So aggressiv hatte ihn das letzte Mal gesehen, nachdem Arthur gestorben war und John hilflos dagestanden hatte, während Susan am Telefon weinte. Seine Augen waren dunkel vor Zorn. Ja, wir waren etwas ehrbarer als die anderen. Chris drehte sich um und ging langsam weiter. John folgte ihm. Dann haben wir zusammen gefrühstückt und sind raus an den Rhein gegangen. Er fiel in sein Lauftempo. Ich habe ihr versprochen, nichts zu erzählen.
Chris klang unglücklich. John versuchte, sich zu beruhigen. Er lief schneller und passte seine Atmung an. Das half. Chris zog mit. Okay, sorry. Du stehst ja auch zwischen den Stühlen. Wenigstens redet sie mit dir. Erleichtert warf Chris in einen Blick zu. Ja, das ist schon ziemlich blöd. Ich bin hier die Kummerkastentante. Ihr ladet alles bei mir ab und ich kann nicht helfen. Doch, das tust du schon. Du hörst zu. Ich würde gerne wissen, was in ihrem Kopf vorgeht. So, dann machen wir einen etwas größeren Sprung. Das ist recht zum Schluss schon. Und das ist bei Ellen auf der Arbeit. Das ist zwischen Weihnachten und Neujahr. Ihr Chef ist mit seiner Gattin in Urlaub und sie kümmert sich mit ihrem Kollegen um die Werkstatt und um den Verkauf. Und mit dem Kollegen hat sie so ein paar Probleme. Die verstehen sich nicht wirklich gut miteinander. Wo hast du denn den Werkstattauftrag für das Moped? Ellen war den ganzen Tag vorne im Laden gewesen und beim Kassenschluss war wieder keiner angelegt, obwohl Andreas den ganzen Tag daran gearbeitet hatte. Sie hegte den Verdacht, dass er in die eigene Tasche wirtschaftete, was seine Reaktion auch bestätigte. Was geht dich das an, was ich hier mache? Blaffte er sofort. Sie stemmte die Hände in die Hüften. Er stand hinter der Hebebühne und räumte das Werkzeug weg. Mich geht das was an, weil ich hier auch mein Geld verdiene und keine Lust habe, dass der Laden hier vor die Hunde geht, nur weil einer Scheiße baut. Er drehte sich zu ihr um und stemmte die Handflächen auf die Platte der Hebebühne und fixierte sie da über diese. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Geh brav nach vorne und mach deinen Kram. Du wirtschaftest es in deine eigene Tasche, warf sie ihm vor. Kannst du das beweisen? Er grinste fies und sie wusste, dass sie recht hatte. Ein Foto per WhatsApp an Dirk würde schon reichen, oder? Sie zuckte zusammen, als er mit der flachen Hand auf den Tisch schlug. Du kleine Schlampe, gib mir dein Handy. Mit einem Satz war er um den Tisch herum. Damit hatte sie nicht gerechnet. Er drehte sich um und wollte flüchten. Da hatte er sie schon an den Haaren gefasst und zog sie zurück. Du bleibst schön hier. Sie reagierte instinktiv, abwehrend, harrte ihn von hinten. Fasste zu, tauchte unter seinem Arm weg. Darauf, dass es tierisch wehtat, hatte sie keine vorbereitet. Aber es funktionierte und er ließ sie los, drängte sie aber sofort in die Ecke zwischen Motorrad und Hebebühne. Gib mir das verfickte Handy. Er holte mit der Hand aus, aber sie wehrte ihn mit dem Arm ab. Was wird das denn? Selbstverteidigung für Hausfrauen? Er lachte laut und dreckig auf. Sie schlug mit der Faust zu, zielte auf seine Nase. Erstaunlicherweise kam ihr der Gedanke, wie einfach das doch war. Im Training hatte sie immer angenommen, dass sie mal Skrupel haben würde, wenn sie es echt anwenden musste. Er wich gerade noch aus, aber sie traf doch seinen Wangenknochen. Aua, härter als der Handschuh. Verdammte Schlampe! Sie sprang zurück, aber er wischte sie am Arm, riss sie herum und schleuderte sie gegen die Wand hinter sich. Hart knallte sie mit dem Kopf dagegen und sah erstmal Sterne. Schmerz durchzuckte ihren Schädel. Ihre Knie gaben nach und Ellen konnte sich gerade noch an der Werkbank festhalten. Sie stemmte sich gegen die Arbeitsfläche und versuchte krampfhaft nicht umzufallen. Alles verschwamm vor ihren Augen. So, willst du noch mehr? Oder gehst du jetzt schön brav nach vorne und lässt die Männer in der Werkstatt arbeiten? Du hast hier nichts verloren als Weib. Etwas lief ihr warm an der Schläfe hinunter und ein roter Fleck tropfte auf die Werkbank. Erstaunt betrachtete sie diesen Fleck. Der Kopf dröhnte und die Schimpftiraden von Andreas sickerten nur langsam zu ihr durch. Sie schwankte leicht und wieder tropfte es. Noch ein Fleck. Und noch einer. Klick. Alles war wieder klar und deutlich. Ihr Gehirn funktionierte wieder. Sie fasste sich an die Stirn und ihre Hand war rot vor Blut. Wut stieg in ihr auf. Sie linste über ihre Schulter. Er stand ihr gegenüber und grinste widerlich. Na, kapierst du es endlich? Schaffe ich es, vor ihm bis zur Tür zum Hof? Nee, er steht im Weg. Blut lief ihr ins Auge. Ellen wischte sich mit dem Erbel über das Gesicht. Es war nicht gerade wenig. Sie griff nach dem Schraubendreher, der da lag, drehte sich um und warf. Hey, spinnst du? Er konnte gerade noch ausweichen. Da warf sie das nächste nach ihm. Sie traf ihn am Bein und er schrie auf. Dann flog der große Hammer und er ging hinter der Maschine in Deckung. Sofort auf damit! Wieder lief ihr Blut in die Augen. Scheiße, war das viel. Sie musste hier raus. Ellen schnappte sich eine ganze Reihe Schraubenschlüssel und warf schnell einen nach dem anderen, sodass er in der Deckung bleiben musste, wenn er nicht getroffen werden wollte. Es schepperte laut, wenn sie die Maschine erwischte. Dann sprang sie vor und flitzte zur Tür. Halt, hier geblieben!
brüllte er. Da war sie aber schon durch die Tür nach draußen und rannte gegen eine große Gestalt. Wer ist denn jetzt die große Gestalt? Ja. Okay. Das könnten die Leute nachlesen, wer das jetzt ist. Ob das ein Guter ist oder ein Böser. Das ist jetzt gerade offen. Okay, dann muss ich das nachlesen. Das ist kein Problem. Das ist perfekt, so wie du es machst. Das macht neugierig. Und so soll es ja auch sein. Das waren richtig zwei tolle Leseteile. Also macht Lust auf mehr. Das ist schön. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Vielleicht magst du mal so ein bisschen was dazu sagen, wie du auf die Idee gekommen bist und wie es so lief, bis das Buch dann fertig in deinen Händen war. Ja, das lief sehr lange. Also die Idee für das Buch hatte ich vor über 20 Jahren. Ich bin mit meinem Mann jetzt 23 Jahre zusammen und die Idee war schon vor ihm da. Ich habe mit meinem Ex-Freund mal eine Folge im Fernsehen gesehen. Das war so eine Reportage. Da ging es um skurrile Beziehungen oder so, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ging es dann in diesem Interview um ein Pärchen, die sich auch als Erwachsene kennengelernt hatten und die waren irgendwie 19 und 21 oder so und die waren auch Geschwister. Und da habe ich mir gedacht, wie skurril ist das denn? Das muss ja sowas von weird sein, da muss ich ein Buch ausmachen. So ist das irgendwie entstanden. Und dann habe ich die Charaktere mir angeguckt, wie die sein könnten und habe damals schon angefangen zu schreiben. Oder eher mir die Geschichte auszudenken, weil ich habe am Anfang noch gar nicht viel aufgeschrieben, sondern eher mir die Geschichte nur ausgedacht. Also ich habe mir schon immer Geschichten ausgedacht. Als junges Mädchen auch schon, wenn man im Bus sitzt und man muss eine halbe Stunde zur Schule fahren und ich hatte nichts zu lesen dabei, dann habe ich mir selbst eine Geschichte ausgedacht und die nächsten Tag weitergesponnen. Oder so Kurzgeschichten habe ich geschrieben früher als Jugendliche. Und während der Ausbildung, ich bin Orthopädie-Mechanikerin und ich hatte monotone Tätigkeiten, die man als Auszubildender einfach hat. An der Schleifmaschine stehen und schleifen. Und das war extrem monoton. Und da hat mein Kopf angefangen, diese Geschichte zu entwickeln, weil er einfach beschäftigt werden wollte. Auch bei langen Autofahrten zur Arbeit oder so, denkt sich mein Kopf Geschichten aus. Und das macht er immer noch. Das mache ich auch immer noch. Oder wenn ich abends im Bett liege und nicht schlafen kann, dann ja, arbeite ich einfach an den Büchern weiter, die ich jetzt aktuell auch habe. Und so ist dieses Buch langsam aber sicher entstanden und irgendwann habe ich mir gedacht, oh, jetzt hast du schon so viel, jetzt kannst du das ja auch mal aufschreiben. Da war ich schon mit meinem Mann zusammen. Der hat gesagt, schreib das doch einfach mal auf. Dann habe ich damit angefangen und dann, ja, irgendwann war es fertig. Also wirklich Jahre später. Es ist erst 2020 veröffentlicht worden. Und ich habe dann, als es so einigermaßen fertig war, habe ich dann einen Verlag gesucht, habe dann einen Verlag gefunden. Und so ist das dann entstanden. Ein sehr spannender Weg. Ja, also ein Buch, das schaffe ich nicht. Wo schreibst du? Hast du einen bestimmten Raum bei dir oder gehst du gern ins Café? Gibt es auch eine bestimmte Tageszeit bei dir, wann du schreibst? Also ich schreibe eigentlich überall. Ich schreibe im Garten, ich schreibe auf dem Sofa, ich schreibe im Bett, ich schreibe am Tisch. Ich habe schon in einem Restaurant geschrieben. Das erste Buch, also dieses Buch, habe ich viel abends und nachts geschrieben. Da hatte ich ja noch kein Kind. Da habe ich wirklich ganz, ganz viel abends und nachts geschrieben bis 11, 12 Uhr, wenn es gerade lief. Wirklich sehr lange dann. Aktuell schreibe ich am Wochenende, wenn ich Zeit habe, wobei ich jetzt auch wieder mehr abends schreiben kann und nachts, weil mein Sohn ist ja schon 10, den muss ich jetzt nicht mehr ins Bett bringen, der geht jetzt alleine.
Und da komme ich wieder so ein bisschen dazu, auch mal ein bisschen mehr zu schreiben, gerade auch abends und nachts. Aber ich habe jetzt keine Schreibroutine. Ich muss die Muße dazu haben, dann klappe ich mein Tablet auf und dann geht's los. Also ich bin niemand, der sich in ein Zimmer verkriecht und da alles still haben muss und mein Tee daneben steht. Nee, ich kann auch mal gerade im Garten sitzen und denken, ach Mensch, jetzt ist dir aber gerade was eingefallen, ich hole mal gerade mein Tablet. Und das ist auch egal, wenn die Kinder nebenbei spielen oder also Jan mit seinen Freunden oder nebenbei Musik läuft oder seine Freunde hier mit im Haus sind, das stört mich überhaupt nicht. Also ich kann überall schreiben. Ich habe auch einmal im Restaurant geschrieben. Da fahre ich an der Nordsee und bin auch alleine in Urlaub gefahren. Und da habe ich mich einfach in dieses Restaurant gesetzt mit meinem Zettel und meinem Stift. Da hatte ich ein Büchlein mit und dann habe ich da gesessen und geschrieben. Die Bedienung hat zwar ein bisschen komisch geguckt, aber ich habe mir dann noch einen Wein bestellt. Ich war zu Fuß, fußläufig und vom Hotel und dann habe ich da gesessen und geschrieben. Planst du oder schreibst du einfach drauf los? Das ist ganz interessant. Also das erste Buch jetzt, dieses hier, das habe ich ganz viel geplant. Da habe ich ganz viel in Gedanken schon vorgearbeitet, mir die Sätze überlegt, mir das richtig bildlich vorgestellt, wie, wer, wo steht und was sagt, Mimik, Gestik dazu. So ist das entstanden. Aber jetzt aktuell, an dem jetzigen, wo ich schreibe, da habe ich nur so ein Grundmodell, so ein Grundriss. Und dann schreibe ich auch ganz viel gerade aktuell, was mir so einfällt. Ist ein bisschen blöd, wenn es dann irgendwie sich nicht speichert. Das hatte ich auch schon. Da fehlte mir auf einmal 3 Seiten. Die habe ich auch nie wieder so hingekriegt. Leider. Jetzt passe ich immer ganz doll auf, dass sich das alles passend speichert. Aber aktuell schreibe ich eher so Grundriss. So, die Grundrichtung habe ich schon. Vielleicht auch mal ein Gespräch oder eine Situation im Kopf. Aber dann kommt da immer mehr zu. Und wird ausgeschmückt. Aktuell läuft es einfach ein bisschen anders. Liest du viele Bücher? Ja, sehr viel. Sehr viel, ja. Also ich lese, ich sage mal, ich lese alles, was nicht schnell genug wegläuft. Ich lese ganz viel Fantasy, sehr viel Fantasy. Ich lese gerne Historienromane, auch gerade so aus England. So die Tudor und Heinrich VIII und so weiter. Das ist, finde ich, unheimlich interessant. Und ich lese auch Krimis. Je nachdem, auch wo ich Lust dazu habe. Mir ist immer aufgefallen, ich kann entweder mehrere Krimis hintereinander lesen oder mehr Fantasy. Aber ich kann nicht ein Fantasy, ein Krimi, ein Historienroman so durcheinander. Ich muss immer Lust dazu haben. Und wenn ich wieder so eine Fantasy-Phase habe, dann lese ich nur Fantasy. Und wenn ich eine Krimi-Phase habe, dann lese ich nur Krimis. Das, was ich nicht lese, sind Horrorbücher oder Thriller. Das lese ich überhaupt gar nicht. Das ist absolut nicht meins. Und ich lese komischerweise auch keine Liebesromane, ist mir jetzt aufgefallen. Die lese ich eigentlich auch nicht. Ich schreibe die nur. Also Liebesroman mit Krimi-Anteil halt. Aber nee, Liebesromane lese ich auch nicht. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ich bin bei Instagram und Facebook unter Eva Brotmann. Und was finden wir so von dir da? Also jetzt zum Beispiel bei Instagram? Also zum Beispiel poste ich zwischendurch mal einfach ein kleines Bild, wenn ich wieder gerade am Schreiben bin, dass ich ein kleines Foto mache. Letztens habe ich ein Foto gepostet, wo die Katze mit auf der Tastatur halb drauf drüber lag, wo ich gesagt habe, meine kleine Helferin ist wieder dabei. Oder wenn ich jetzt, ja, ich möchte auch so ein bisschen mehr da machen. Ich mag es unheimlich, so kleine Sprüche über Bücher oder übers Lesen. Da sammle ich gerade so ein bisschen, dass man einfach da mal sowas reinstellt. Ich würde auch gerne einfach mal so kleine Texte einlesen, aber ich muss gestehen, ich bin da nicht so firm drin. Elektronik ist für mich, ja, ich kann sie bedienen, aber ich muss immer genau gucken, wie mache ich das jetzt überhaupt? Also kriege ich das jetzt überhaupt hin? Oh, ich habe es hingekriegt, schön, aber es kann auch sein, dass es, so wollte ich das gar nicht, dann muss ich es wieder rauslöschen und dann mache ich es wieder rein und dann ist es besser.
Ja, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der sagt, ah, ich kann das so alles ganz locker und ich poste jetzt jeden Tag was und mache kleine Videos und so. Das kann ich einfach noch nicht. Aber das würde ich gerne können. Ich bin so ein bisschen dabei, mich da gerade so ein bisschen reinzufuchsen. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie es in deinem Buch weitergeht. Wo können wir dein Buch denn jetzt kaufen? Man könnte es direkt beim Hober Verlag aus Detmold bestellen oder einfach in der Buchhandlung bestellen. Aber da habe ich eine Bitte. Leute, kauft regional. Also wirklich beim Buchhändler um die Ecke. Ich habe eine Freundin, die ist Buchhändlerin in Löhne, die Leseeule. Und es ist einfach so, dass der kleine Buchladen einfach erhalten bleiben müsste und muss. Nicht müsste, muss. Und wenn ihr das im Internet bestellen wollt, dann kauft es beim Hober Verlag. Die schicken das auch zu. Das ist so meine Bitte. Da bin ich ganz bei dir. Wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Was wünsche ich mir von meinen Lesern? Gute Frage. Also, liest mein Buch. Geht damit hausieren, damit demnächst vielleicht RTL mal bei mir klopft. Das ist so ein Running Gag zwischen meinem Mann und mir, als ich das Buch rausgebracht habe. Sagt er, ja, und wenn jetzt RTL bei dir klingelt und das Buch verfilmen will? Und seitdem ist das so ein Spaß zwischendurch. Aber wenn ich jemanden neugierig darauf gemacht habe, dann kauft es, lest es. Und wenn es euch gefallen hat, drückt es jemand anderes in der Hand und sagt, hier, das ist gut, lies es. Und wenn ihr mir erzählen wollt, wie euch das Buch gefallen hat, dann schreibt mir einfach. Also macht das einfach. Das finde ich schön, wenn ich einfach mal auch von den Leuten, die es gelesen haben, einfach mal was höre. Also ich kriege ja auch Feedback, wenn eine Kollegin gelesen hat, die sagt mir dann, ich habe dein Buch gelesen. Und das ist immer sehr schön. Und wenn die Leute mir deswegen schreiben möchten, gerne. Also, schreibt der lieben Eva, wie euch das Buch gefallen hat. Eva, wir sind schon am Ende. Kaum zu glauben, aber es ist so. Und ja, schade, ich hätte dir noch länger zugehört, aber es ist nun mal jetzt so. Und ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ja, es hat auch richtig, richtig Spaß gemacht zu lesen wieder. Ich hatte schon länger keine Lesung mehr, hat sich einfach nicht ergeben und ich muss wieder feststellen, es macht so viel Spaß. Und jetzt gerade auch bei dir. Ach, das ist richtig schön hier gerade. Dankeschön. Und man hat es auch gehört, dass es dir Spaß macht, das Vorlesen. Also mach auf jeden Fall weiter, mach Lesung. Mhm. Ich kann dich da nur bestärken. Du machst es richtig toll. Man hört dir richtig gerne zu. Also mir ging es jetzt so und ich glaube den Hörern auch. Das ist schön. Sehr schön, ne? Ja. Also, ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Ja, bis bald. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.